Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Tolle Wolle. Ich zeige euch heute ein schönes Dreieckstuch, ganz einfach gehäkelt, in festen Maschen und Luftmaschen aus Wuli Haxwolle. Die zeige ich euch gleich nochmal genauer. Mit meiner 6er Nadel gehäkelt, ganz einfach, ganz locker. Ein schönes Tuch für den Frühling und Sommer. Und ja, wie es genau geht, welche Wolle, welche Nadel, seht ihr natürlich alles jetzt gleich. Und los geht's mit der hübschen Wolle hier. Das ist die Wuli Hax Kaschmir. 78% Baumwolle, 14% Polyamid, 8% Kaschmir. Das sind 50 Gramm auf 190 Meter, also super, super leicht. Für 3,5 bis 4,5er Nadeln angegeben. Ich häkel's ein bisschen gröber mit meiner 6er Nadel hier. Genau, da ist sie. Und von der Farbe her haben wir hier die Nummer 67. Und los geht's. Ich starte das Ganze mal wieder von innen. Und hole mir hier den Faden einmal. Und starte mit dem magischen Ring. Also den Faden dann einmal hochholen. Und ich nehme 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Dann häkle ich eine feste Masche. Eine Luftmasche. Und eine weitere feste Masche. Dann kommen 2 Luftmaschen, das wird die Spitze meines Dreiecks. Und dann geht das Ganze schon wieder zurück und ich häkel wieder eine feste Masche, eine Luftmasche und eine feste Masche. Das habe ich hier auch gehäkelt. Ich habe hier mit den 3 Luftmaschen angefangen. Die 3 Luftmaschen haben die Höhe eines Stäbchens. Und daher schließe ich das Ganze jetzt auch mit einem Stäbchen ab. Dafür einen Umschlag nehmen, 3 Umschläge hier auf der Nadel und durch 2 und wieder durch 2. Also ich fasse es nochmal zusammen. Ich habe angefangen mit 3 Luftmaschen. Die habe ich hier liegen. Dann eine feste Masche, eine Luftmasche, eine weitere feste Masche. Dann die Spitze hier aus 2 Luftmaschen. Und dann das Ganze nochmal zurück mit einer festen Masche, einer Luftmasche, einer festen Masche und dann einem Stäbchen. Das Stäbchen entspricht dabei den 3 Luftmaschen vom Start. Und ich ziehe das Ganze jetzt hier unten einfach mit dem Faden zusammen. Und weiter geht's mit der zweiten Reihe. Dafür starte ich wieder mit 3 Luftmaschen, so starte ich jede Reihe, 3 Luftmaschen, dann einmal drehen und dann hier herumstechen und eine feste Masche häkeln. Dann häkle ich eine Luftmasche, ich habe hier so vor dem Stäbchen eingestochen, dann steche ich hier um die Luftmasche herum, die ich gehäkelt habe. Das ist mehr so ein Erfühlen tatsächlich. Und dann wieder eine Luftmasche häkeln. Und dann komme ich hier in die Spitze, häkle eine feste Masche, 2 Luftmaschen und eine weitere feste Masche in die Spitze hinein. Dann häkle ich das Ganze wieder zurück, nehme eine Luftmasche, steche hier wieder um die Luftmasche herum. Eine Luftmasche nehmen und dann komme ich hier in den Bereich, wo ich die kleine Luftmaschenkette liegen habe. Dort steche ich auch wieder herum. Eine feste Masche, eine Luftmasche, beziehungsweise hier keine Luftmasche tatsächlich, sondern die feste Masche und dann direkt das Stäbchen. So, und dann habe ich hier tatsächlich die 3 Luftmaschen, die feste Masche, die Luftmasche, die feste Masche, die Luftmasche. Dann bin ich hier in der Spitze und habe hier auch die beiden festen Maschen mit den beiden Luftmaschen dazwischen und das Ganze dann nochmal zurück. Hier also die feste Masche, dazwischen immer die Luftmaschen und hier hinten dann nochmal das Stäbchen. Und so häkle ich jetzt die nächste Reihe auch. Ich starte wieder mit 3 Luftmaschen. Und dann um jede Luftmasche der Vorreihe herum eine feste Masche häkeln, zwischen die festen Maschen immer die Luftmaschen und in die Spitze dann tatsächlich 2 feste Maschen mit 2 Luftmaschen dazwischen. Und hier habe ich jetzt ein Update für euch nach einigen Reihen. Und es entwickelt sich wirklich richtig schön zu einem Dreieck. Ihr seht hier in der Mitte immer die beiden Luftmaschen.
Und hier wird dann jeweils um die Luftmasche der Vorreihe herum eine feste Masche gehäkelt und eben immer mit drei Luftmaschen gestartet und mit dem Stäbchen beendet. Inzwischen ist das Tuch noch um einiges gewachsen. Es ist einfach mega schön. Die Struktur ist sehr, sehr schön und es glänzt ganz toll und fasst sich eben auch ganz wundervoll an. Ich habe jetzt ein komplettes Knäuel verhäkelt. Allerdings reicht es jetzt leider nicht für eine gesamte weitere Reihe. Ich hatte jetzt hier bis zur Mitte gehäkelt. Ich hatte noch gehofft, aber es reicht halt einfach nicht. Deswegen nehme ich gerade die Maschen hier einmal wieder raus. Es hat jetzt ungefähr so 140 cm an Länge, also recht klein für ein Dreieckstuch, lässt sich aber ganz gut tragen. Man kann natürlich noch ein zweites Knäuel dran machen und hat dann eben wirklich ein richtig schönes großes Tuch. Da kann man natürlich auch variieren und zum Beispiel mit anderthalb Knäueln arbeiten, eben genauso wie man es haben möchte. Und hier seht ihr jetzt nochmal, wie das Ganze dann so ein bisschen zusammengelegt aussieht. So. Tatsächlich mit einem richtig schönen Glanz drin. Eine sehr, sehr schöne Struktur. Und ich werde jetzt den Faden einmal kürzen, dann rausziehen und vernähen. Da haben wir auch die Schere. Hier dann einmal rausziehen. Der Teil wird vernäht. Und dann ist das Tuch auch schon fertig. Wirklich eine richtig hübsche Struktur. Und ich hoffe natürlich, euch hat das Video wieder gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glocke aktivieren natürlich nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Tolle Wolle. Bis dann. Tschüss.